Und zwar in Fallout New Vegas. Wir sind hier nach wie vor im DLC Dead Money im Sierra Madre Casino und wir haben ein Gespräch mit Dean Domino angefangen und ich glaube nicht, dass der uns sonderlich freundlich gesonnen ist. Ich weiß nicht, ob wir ihn noch überreden können. Ich probiere mal. Stellen Sie sich so an, jetzt raus hier mit uns. Dumm? Nein, jetzt auf du. Nummer sicher gehen. Sie sind der Dumme, wenn Sie hier reinstapfen und nicht merken, wer die Hauptattraktion ist. Zeit für eine kleine Show. Ich schnapp mir einen Platz hinter der Bühne und schau zu, was passiert. Die Sicherheit kümmert sich ab jetzt um alles. Ich dachte, die habe ich ausgeschaltet. Aber. Und die Halsbänder für jemanden, dessen Leben an dem eines anderen hängt, sind sie ganz schön versessen darauf, denjenigen zu töten. Nein, die Halsbänder. Ich weiß jetzt, was passiert ist. Klar, meins ist aktiviert. Aber es fühlt sich anders an. Tanzt richtig. Aha. Ich kann sie umbringen und es nach draußen schaffen, während die Sicherheit sie durchbrät. Ich hätte eine reine Weste und freie Bahn zum Sierra Madre. Eins. Glauben Sie, Sie könnten einfach so verschwinden? So wie ich das sehe, wollen Sie zum Ausgang. Und nur ich weiß, wo der Schlüssel und wo der sicherste Platz im Theater ist. Hinter der Bühne. Den Schlüssel haben wir auch. Sie sind hier unten gefangen und werden weder mit den Lautsprechern noch der Sicherheit oder den Türen fertig. Selbst wenn sie es versuchten. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, das ist eigentlich die sinnvollste Lösung. Hinter die Bühne gehen, jeden Lautsprecher zerstören, alle Schlüssel einsammeln und das Sicherheitssystem abschalten. Was? Was wollen Sie jetzt? Wieder hierher zurückkommen? Nein, Sie sind das Publikum. Der redet. Ich meine nicht, dass Sie je hinter die Bühne kommen könnten. Der geklaute Schlüssel wird nicht funktionieren. Ich würde vielleicht das Erste, oder? Naja, das klingt ein bisschen nach Schlussdialog und Bam Bam. Ja, ich schätze, ich probiere den Schlüssel und warte ab, was passiert. Wo zum Teufel sind denn diese verdammten Hologramme? Selbst wenn sie es hierher schaffen, werden sie nicht lange leben, glauben Sie mir. Warum sollten die Hologramme dann noch leben? Vorsicht, Hologramm. Okay, ich glaube, das meinte er. Ich renne ihm jetzt einfach hinterher, dann bin ich mal noch mal einen Buckel runterrutscht. Oh, scheiße. Ja, nee, so aggressiv, liebe Freunde. Haben dich da alle? Beruhigen Sie sich. Alles tight in der Hose. Da kommst du nicht hoch. Ah, na, was machen wir denn dann nun? Muss ich jetzt den ganzen Dialog nochmal führen? Oh je, yeah, ja, stimmt. Na, da können wir ein paar andere Optionen ausprobieren. Ah, na, super. Wenn dieser Ghoul noch am Leben ist, hast du schon das an dem Terminal dort gemacht? Nee, müssen wir auch nochmal hacken. Ah, na super. Siehst du, die Makrofunktion wäre wichtig. Raiding? Da, gleich. Da drüber. Ja, nicht schlecht. Ich hätte jetzt als nächstes auf Windows getippt. So, ich möchte bitte den Sicherheitscode. Und einmal Quicksave. Die Haarklammern. Ja, beruhigen Sie sich. Ich kann und die Kasse hast du auch nie ausgeräumt. Ach Mensch, Robert, der immer so ungeduldig sein muss. So, Quicksave. Ob ich den jetzt einfach mal umlegen soll? Na wie denn? Na, bam bam. Da kommt er raus und dann werden wir sofort in den Dialog reingezogen. Naja, aber in dem Dialog gab es ja nur einige Optionen, die uns die Möglichkeit gegeben haben, die, also die zumindest so rüberkamen, als könnten wir den jetzt damit konzentrier austreten. Du die aufs Schloss knacken. Okay. Ja, vielleicht gleich hier hoch? Ach ne, hol dir erstmal den Schlüssel. Ja, dann kamen wir gleich zu dem Dialog, oder? Na warte, dann seh dich ja erstmal ein bisschen um. Ja, das ist der Plan. Geh mal dort hoch. Das ist ebenfalls der Plan.
Nein, ich werde sterben. Ja. Ah, jetzt sind sie auch gestorben. Ach was, woran hast du es gesehen? Nö, ja, die Halsbänder sind noch connected, oder? Na, nicht in dem Casino, dachte ich. Ah, okay. Den können wir ja den Domino so schön ausknipsen. Ja, warte mal, nee. Hm, na, ist egal. Nee, jetzt kommt er noch nicht. Doch, dort. Ja. Sieben. Soll ich das gleich mal machen? Ich mach das jetzt einfach mal. Nein, nein. Ich gehe hier nicht weg. Warum soll ich mir die Hände schmutzig machen, wenn das Sierra Madre sie für mich umbringen kann? Zeit für eine kleine. Gut, Show. So sind wir den ganzen Dialog ein bisschen. Ja. Ah, nee, das können wir noch machen. Dann kriegen wir die EP. Ja. Ich bin zu berechenbar, oder? Stimmt wahrscheinlich. Ich halte nicht viel von Wetten. Ich bin zu weit gekommen, um es dem Glück zu überlassen. So wie ich das sehe, wollen sie zum Ausgang. Ja, das hatten wir schon. Und nur ich. Solange ich nicht zum Ausgang laufe. Was? Hä? Nein. Ich probier jetzt mal das. Wo zum Teufel sind denn diese verdammten Hologramme? Selbst wenn sie es hierher schaffen. Hm. Ah, wir hätten das Team ausscheiden müssen. Vorsicht. Ja, ich muss jetzt einfach hier, ich versuche jetzt einfach hier rauszurennen. Oh, scheiße, das war die falsche Tür. Ja, beruhigen Sie sich, junger Herr. Sterbe ich doch lieber. Oh nee, jetzt muss ich wieder durch den blöden Dialog gehen. Nein, du hast doch vor dem... Ach ja, durch den Dialog. Aber ich würde doch davor nicht speichern wollen. Warte mal, guck dich nochmal hier ein bisschen um. Na, wo soll ich denn noch groß hin? Ja, zum Beispiel hinter der Bar war ein Tresor, vielleicht ist dort was drinne. Drück mal Umschalt. Ach nee, doch nicht. Wo ist denn hier ein Tresor? Da, links. Muss erstmal weg. Boah. Boah, was war das denn? Entschuldigung. So, da an der Wand hängt der. Siehst du? Nee, da. Wo guckst du hin? Links hast du gesagt. Ne, links, als du dort standst, jetzt hängt er rechts da. Ach, da. Wer schießt denn dort? Ich hab keine Ahnung. Nee, ich hätte gedacht, da wäre der Schlüssel drin oder so. Naja, ich glaube, wir können den Domino an der Stelle hier gar nicht umbringen. Ja, clever. Ach nee, doch nicht. Jetzt können wir mal das erste nehmen. Ach nee, das hat man, glaube ich. Ja, das hat man schon. Aber jetzt das erste. Das hat das man, hat man schon. Nee, das hat man noch nicht. Okay. Wo zum Teufel sind. Gut. Wie jetzt kein Zugang? Komm ich hier raus, bitte? Komm. Oh, Gott sei Dank. Brett ran. Aus. F5. Was ist denn das für ein Rauch? Ach, das ist diese bekiffte Wolke. Müssen wir einfach durch. Da, Radio. Ich kann die Waffe nicht nehmen. der hat die Waffe nicht rausgezogen. Ja, ist doch okay. So ein Vollhorst. Wir sind doch jetzt, tust du einfach dort, wo du noch im Dings stehst, gleich die Waffe rausziehen. Das macht mich aggressiv. Aber jetzt wird hier... Jetzt ist die Wolke weg, oder? Ja, damit kann ich leben. Bam, oh bam. Ich glaube, hier ist er auch drin, ne? Das Problem ist nur, dass das Radio nicht alles war. Dass er nicht hört, dass wir die ganze Zeit Rabouts machen. So, erstmal einen auf Quickie. Jetzt gehen wir mal dort rein. Ja, da ist er nämlich drin, glaube ich. Erstmal gesmoothed Tresor aufknacken. Zack, zack. Ach, oh, cool. Haben wir, glaube ich, schon. Guck mal dort dahinter. Ja, so. Ich mal wieder raus. Ich muss ja immer mein Halsband erstmal wieder zum Chillen bringen. Und nächster Versuch. Ich habe einen Quicksave vergessen. Soll aber nicht so schlimm sein. Nee, doch dahinter also nicht. Dachte jetzt. So, ich hoffe, ich kann auch in die Richtung. Da war er auf alle Fälle. Ich hab es gehofft. Ach Mensch, das ist echt blöd irgendwie so. Ja, dort wo der Dean steht, müsste es ja zumindest sicher sein. Na, hoffe ich doch. Also sonst müsste er den sein Halsband auch piepen. Naja, eigentlich schon, ne? Geh erstmal wieder zurück. Ja, ja.
Hab ich in den Himmel fertig. Ja, beruhige dich. Ach nee, dort steht er gar nicht. Sah so aus, als würde er da. Hallo. Ha. Ja. Gott sei Dank. Wo steht denn der? Ich weiß es nicht. Er muss irgendwo hier in der Nähe sein. Oh, Mädels, das nervt doch. Da oben ist auf jeden Fall der Lautsprecher, der... Ach doch, der geht kaputt. Das hilft sogar. Okay, also diese Blau-Blinken, die gehen kaputt anscheinend. Wer ist das? Achso. Das ist Ronny. Nee. Achso. Ronny ist jetzt Fame, weil auf der Aufnahme gibt es keine Facecam, die wir hier drüber blenden könnten. Das heißt, ihr könnt jetzt alle mitlesen, was ich mit dem schreibe und meine privatesten Geheimnisse, dass ich mit ihm ein Verhältnis habe und so. Da ist er bestimmt. Terminal. Ja. Hintergrundmusiksteuerung abschalten. Abschalten. Audio inaktiv. Ja, hilft bloß nichts, ne? Liegt da unten im Buch? Da? Ja, aber nichts, was man lesen kann. Okay. Könnte. So, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir hier rein. Nee, das ist kein Ausgang. Verflixt nochmal. Gehen wir doch mal aus der Sonne. Dort Lady. War da noch rechts die Bühnentür. Die. Hier. Erfordert Schlüssel. Erfordert Schlüssel. Aber hier können wir hinten und uns entpiepen. Wir werden bestimmt irgendwo noch einen Schlüssel finden müssen. Ich hab erstmal einen Hut mitgenommen. Ah, dieses immer hin und her gerennen, das ist irgendwie ein bisschen nervig, muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Ja, warte mal, wo müssen wir denn hin? Gucken wir auf die lokale Karte? Oder was willst du jetzt machen? Ach so, den Hut aufsetzen. Woo, der sah irgendwie auf dem Schrank besser aus. So, puh. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Ding jetzt sein könnte, dieser Schlüssel. Also der, den wir gefunden haben, der scheint ja tatsächlich nicht wirklich viel zu helfen. Ja, ich weiß. Piep dich doch selber. Das Problem ist, wir können auch nicht wirklich zurück, weil da ja die Dinger sind. Diese aggressiven. Weißt du, was ich meine? Ja. Hast du eine rote Paste gegessen? Ich hab keine Ahnung, vorhin hat auch irgendwie Blutwurst nachgelassen. Vielleicht hier unter dem. Da! Das hilft uns zwar nichts. Aber es schadet auch nicht. Ah, ich habe hier einen Feind auf dem Radar gehabt. Das ist seltsam. Das war wahrscheinlich so ein. Jetzt ist auf jeden Fall nur noch ein Terminal, ein so ein Sicherheitshologramm draußen. Das hilft uns allerdings gerade trotzdem nicht weiter. Guck mal auf die lokale Karte, wo die uns hinzeigen. Wir brauchen diesen Schlüssel. Zieh doch raus. Das Foyer. Warte mal, hast du auch die richtige Quest? Haben wir da überhaupt eine Quest bekommen? Finden Sie eine Möglichkeit, Ding ins Gedöns abzuschalten? Alles ist besser mit Gedöns. Das ist hier drin, aber da kommen wir ja nicht rein ohne Schlüssel. Das heißt, wir müssen erstmal irgendwie noch mal den raus. Schlüssel auftreiben. Hamene. Uff, da. Vielleicht ist da wieder in diesen Dings drin, weil da wieder so ein Halter war. Dings? Hier so ein Notenhalter da, ne? Also auch keine Noten. Schrank? Nee. Den Tresor hat man schon. Da! Nein! Oh. Wo ist? Auf den Tischlager, ja? Ja. Und was war das für ein Schlüssel? Ich weiß es nicht, ich bin einfach nur weggerannt. Ich habe den Schlüssel genommen, bin geflitzt und ja, mehr weiß ich nicht. Weil dann mein Kopf geplatzt ist. Gib ihm! Ach! Ich glaube, ich muss in die andere Richtung raus. Du musst erstmal dein Halsband piept ja schon. Geh erstmal ein Stück ein zurück. Ein Halsband, sagt er. Ein Halsband. Geh erstmal ein Stück zurück. Ist das auf mit Piepen? Das piept doch gar nicht. Nee, doch. Du redest wirr. Und dann geh zur anderen Seite dann raus. Jetzt sollst du es schaffen. Ha! Quick Save! Achievement! Achievement! So! Jetzt müssen wir uns bloß noch darüber boxen.
Dann boxe ich nochmal dort drüber und dann können wir abmoderieren. Du kannst jetzt schon mal anfangen, weil ich stelle mich ja bloß an die Ecke hier. Jo, das war's dann wieder für diese Folge. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Wir hatten den auf alle Fälle. Also so langsam zieht er wirklich wieder ein bisschen an, dieser DLC. Ja, es wurde auch Zeit. Also ich sag mal, die Zeit im Dorf war echt für den Arsch dann am Ende. Gut. Das war's für heute. Genau. Wunderschöne Tage, Woche, Monate. euch noch. An alle unsere weiblichen Zuschauer. Wir sehen uns. Ciao.